Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS2. Ja, auf der ProMod 2.0 und der RussMap 1.6 sind wir unterwegs. Tja, wie ihr seht, ne? In der letzten Folge hatten wir eine Iveco. In dieser haben wir immerhin schon mal einen Mercedes Actros. Zwar farblich auch nicht der schönste, was es gibt auf der Welt, aber Mercedes ist Mercedes, ne? Besser als Iveco. Wobei, ich muss ehrlich sagen, wenn wir gleich ins Spiel reinspringen werden. Der Iveco hatte wenigstens ein Navi, ne? Das hat der doch nicht. So, aber da wollen wir mal gucken, was wir denn jetzt so anstellen. Und zwar, ne, wir starten in Odense. Da waren wir auf der ersten Tour, sind wir da durchgefahren. Hier haben wir quasi die Stadt erkundet. Deswegen dürfen wir auch da Aufträge annehmen, ne? Ja, in der letzten Folge sind wir dann nach Viborg gefahren. Hier sehen wir das, so diese gelbe Markierung. Ne? Wir sehen auch, hier ist noch nicht viel erkundet, seitdem wir ja die Pro-Mods drauf haben. Ist auch erst die zweite Tour, die ich hier auf dieser Map fahre. Und jetzt sehen wir, wir fahren nach Hirtshals. Dort nehmen wir die Fähre. Ja, ich mach's mal größer, ne? Wird eine lange Fährfahrt. Wird eine sehr lange Fährfahrt, weil es geht rüber nach Island. Ah, das ist ja das, was die ProMods auch so ein bisschen hier ausmacht. Der Reiz, dass man in, ja, nördliche Länder reisen kann. Und das tun wir auch. Und zwar in einen Ort, der heißt, oh, da kriege ich nur mit 2,0 aus Promille, glaube ich, ausgesprochen. Egal, wir fahren da jetzt hin. So, das heißt, wir schmeißen uns in unser Mercedes. Ja, ne? Die ist halt natürlich, ne? Ist halt. Hat halt keinen Luxus, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie viele PS er hatte, aber können nicht viel sein. Es können nicht viel sein, er ist aber auch schön laut, ne? Das kann er auch sehr gut, deswegen, da ich nicht weiß, wie viel PS, fahren wir mal lieber im dritten Gang an. Licht machen wir uns auch an, ne? Sind ja in Skandinavien, da ist auch tagsüber Lichtpflicht. So. Oh, den Mercedes hier ganz sachte rumzirkeln. Ist ja nicht unser LKW, ne? Wollen wir ja nichts kaputt machen. Wir wollen ja nichts kaputt machen. So oder so wollen wir nichts kaputt machen, weil, ne, wir wollen uns ja möglichst zügig hier auch hochleveln. Wir wollen ja nicht immer nur die LKWs der anderen fahren. Wir wollen ja auch irgendwann mal zu unserem eigenen LKW wiederkommen. So, hier. Oh, da war schon wieder der Bürgersteig, ne? Da wird der Chef schon wieder sauer wegen dem Reifen hinten. Ach, was soll's? Ich kann es ja aber auch nicht jedem recht machen. Ja. Zügig geht anders, aber, ne? Verzeih ich. Er fährt ja immerhin, ne? Und wir fahren halt keinen jägergrünen Iveco mehr. Nein. Wir fahren jetzt die orange Gefahr hier. Ist aber auch eine Streckenführung hier, meine Herren. Aber unser Mercedes natürlich farblich passend zum Auflieger. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Firma will natürlich, dass immer ihre Farben gefahren werden. Kann ich ja auch verstehen. So. Ich kann nur nicht verstehen, dass sie uns ihr Mercedes anvertrauen, dass wir ihn nach Island bringen. Ich hätte es nicht gemacht. So, Schubdüse. Haben ja ein paar Kilometerchen erstmal vor uns. Wir müssen ja erstmal nach Hirtshals zur Fähre. Ups. Upsala, upsala, upsala. Aber ruhig, du kleines orangenes Monster. So, hat funktioniert, würde ich mal sagen. Da wollte er doch nicht so wirklich, ne? Wird nicht die größte Maschine haben, aber naja. Wir sind halt Neulinge im Gewerbe, ne? Da kriegt man halt nicht so die PS-starken Monster. Also nicht immer. Also,
Iveco, den wir in der letzten Folge hatten, waren immerhin 560 PS. Also da kann man gar nicht so meckern jetzt. Und auch der zieht jetzt hier fleißig bis zu den 90 hoch. Also. Boah. Ja, geht halt, ne? Es geht halt. Sitzen hier auch sehr hoch in diesem Mercedes. Also, ich habe die Sitzposition auch nicht großartig verändert. Also, was heißt großartig? Ich habe sie gar nicht verändert. Reingesprungen und los, ne? Hab mir gedacht, für eine Tour lohnt es sich nicht extra, den Sitz zu verstellen. Wer weiß, wer mit der Karre als nächstes fährt. Muss so lang. Lässt alles so. Immerhin haben sie den uns ja auch hier nur halb voll hingestellt. Ich will mal hoffen, dass der Tank reicht. Aber wir haben ja eine lange, lange Fährfahrt. Da müssen wir ja nicht selber den Diesel verbrennen von unserem LKW. Soll uns doch recht sein. Und wenn nicht, wenn es nicht langt, dann fahren wir an die Tanke. Wir müssen es ja im Moment nicht bezahlen. Wir sind ja nur der arme Angestellte, ne? Wir müssen hier nichts bezahlen, außer die Strafzettel natürlich. Die müssen wir leider selber bezahlen. Leider, leider, leider. So, guck mal, Kolding, da waren wir glaube ich auch schon. Zumindest sind wir da dran vorbeigekommen. Ja, so ein bisschen fahren wir jetzt ein Stück Strecke, das wir natürlich jetzt schon kennen auf der Promons, aber können wir uns ja nochmal das kleine Stückchen nochmal angucken. Denn so das eine oder andere habe ich ja schon gesehen. Es ist halt anders, als wenn wir die TSM-Map laufen haben. Zum Beispiel die Straßenschilder hier, die sind so ein bisschen anders. Und auch da vorne auf der Straße jetzt, diese Straßenmarkierungen, die dort draufstehen, nochmal extra. Ne? Damit man auch wirklich von oben vom LKW nochmal drauf gucken kann. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Aber eins muss man unser Mercedes hier gerade lassen. Also er fährt schon, ne? Also er zieht seinen Auflieger hinter sich her. 90 ist halt Tempomat an und den hält er auch jetzt. Also gut, wir haben jetzt auch keine großartigen Hügelchen bis jetzt gefunden, aber läuft ja trotzdem gut für uns hier. So, welche hier stehen teilweise Ortsschilder jetzt auf der ProMods? Also von den Orten habe ich noch nicht gehört. Aber ist ja auch nicht schlimm. Muss ja auch nicht alles kennen. Bin ja in dem Alter, wo so langsam die Festplatte dann abends auch gerne mal resettet wird, ne? Zack, Knopf, alles Unwichtige vergessen. Oh, ich glaube, ich bin... Hallo, ich bin falsch. Ja, ist nicht mein LKW, ne? Immerhin, wir haben keinen Unfall gebaut. Alles nochmal gut gegangen und völlig unprofessionell, ne, da einfach mal rübergezogen. Alles andere wäre Umweg gewesen, aber keine Zeit für wie immer. Ne. Chef hängt einem ja hier im Nacken, wenn man noch keinen eigenen LKW hat. Der will ja wissen, wo man denn steckt. Da ist nicht so ein Luschenleben wie auf der TSM-Map und der Russ-Map 1.6 mit dem anderen Profil, wo ich sagen kann, oh, ich stell mich hier jetzt mal hin, ne? Nee, nee. Hier wird mir gesagt, so, sieh zu, Hackengas-Kollege. Wie, Fahrzeit zu Ende. Ne? Zieh mal die Fahrerkarte, fährst du nochmal weiter. All solche Scherze muss ich mir hier anhören. Ja, ja, ja. Aber wir müssen noch fleißig, fleißig fahren, bis wir unseren eigenen LKW haben. Das dauert noch. Aber haben wir halt die Zeit noch, ne? Die ProMods 2.0 so ein bisschen zu erkunden. Bevor wir uns natürlich auf den ATS stürzen werden. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass der große Online-Händler meines Vertrauens das Ganze auch pünktlich rausschickt. Wehe ihm nicht. Ich glaube, denn... Ach, weiß ich auch nicht. Wenn ich böse wird, wird ihm das, glaube ich, nicht interessieren, ne? Naja. Schauen wir mal. Wird schon rechtzeitig kommen und dann... Attacke, würde ich sagen. Dann erstmal Attacke und ein bisschen ATS zocken. Ja, aber keine Sorge. Also der ETS2 und ich, wir bleiben nach wie vor dann auch gute Freunde. Da wird es auf jeden Fall noch das eine oder andere Video dann auch
vom ETS-2 geben. Weil der hat uns jetzt über Jahre so treu begleitet. Ich spiele das ja nun wirklich schon seitdem es auf den Markt gekommen ist. Und ich muss sagen, bis heute hat es die Faszination nicht verloren. Gerade auch, weil SCS immer schön für neue Sachen gesorgt hat. Mit DLCs und was weiß ich. Und man muss ja auch mal wieder die Mod-Community loben. Ne? Immerhin fahren wir auf einer Mod-Map. Dass die sich hier so ins Zeug legen und immer wieder was rausbringen für ETS 2. Und auch wirklich gute Sachen auch immer rausbringen. Und im Augenblick zum Beispiel jetzt diese Map hier, die ProMod 2.0, gerade auch mit diesen Straßenschildern und den Straßenaufdrucken, also gefällt mir schon gut. Jetzt bin ich auch da mal gespannt, wenn wir dann quasi ja den Skandinavien-DLC gleich verlassen werden. Und dann richtig eintauchen in die ProMod 2.0, weil das ist dann ja ein Gebiet, das hat nur diese Karte und nur diese Map dann. Was da so denn alles zu sehen ist, was auf uns zukommt, mir wurde ja schon gesagt, Island musst du sowieso mal fahren, ne? Da gibt es viele interessante Straßen auch teilweise. Ich bin mal gespannt, wir sind auf dem richtigen Weg hier dann immerhin schon. Immerhin kommen wir schon mal nach Island. Der ist ja schon mal etwas, ne? Wir haben zwar noch lange keinen eigenen LKW, mit dem wir da hinfahren können, aber sind wir doch mal ehrlich, wenn wir was kaputt machen, LKW ist ja nicht unser dann, ne? Es ist dann ja nicht unser. Man muss da ja auch mal Glück haben dann. Erkunden wir es erstmal mit fremden LKWs, bevor wir uns mit unseren eigenen dahin trauen, ne? Na, guck mal. Hier ist ja schon wieder das goldene M. Aber da müssen wir diesmal nicht hin, ne? Goldenes M müssen wir diesmal nicht, aber scheint ein extrem schöner Rastruf dann zu sein, hier von der ProMods. So richtig, ne? Der Trucker von Welt hat ja auch gerne mal Hunger. Nicht nur einfach eine schnöde Tankstelle, nie mit Gaststättenanschluss, ne? Sehr schön. Wobei, so ein richtiger Trucker-Teller, den kriegt man da ja beim goldenen M dann gar nicht, ne? Nix mit Schnitzelpommes. Verdammt, kriege ich Appetit auf Schnitzelpommes gerade. Man soll bei den Videos nicht über Essen reden und nachdenken. Nein, 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 nein. Soll man nicht tun. Ich habe aber vor lauter Gesappel, ne? Ich habe jetzt gar nicht so auf die Straßenschilder geguckt, wie weit wir eigentlich jetzt schon gekommen sind. Ob da jetzt bald mal die Fähre auf uns lauert. Wir waren ja schon einen Augenblick unterwegs, ne? Achso, Aalborg. Oh, guck mal, Hirtshals ist schon ausgeschildert, da wo wir hin wollen und mit der Fähre dann losschießen wollen, ne? Fährmann hol über. Fahrtkontroll? Was? Was stand da? Heißt das so viel wie Achtung Blitzer? Ich glaube, ich bin zu schnell, ne? Scheint gut gegangen zu sein. Tja, schon erstaunlich, wie man sich so über neue Schilderchen dann auch immer... Also ich freue mich über sowas ja immer diebisch dann, wenn ich so neue Schilder sehen kann, neue Map dann... war auch der Russmap ja auch sehr begeistert, als ich die dazu genommen habe dann. Was die Map so alles konnte und im Moment... So jetzt in der Kombination ProMods 2.0 und Russmap 1.6 läuft auch beides gut zusammen. Hab mich natürlich da auch strikt an die Anweisung gehalten, in welcher Reihenfolge die einzelnen Modblöcke dann ins Profil müssen. Und siehe da, ne, kaum hält man sich dann auch mal an Anleitungen, da funktioniert das dann auch. Hat schon was für sich, wenn man das ab und zu... Oh, was ist hier? Nur weil die da drüben standen... Verdammte Gaffer hier, du, jetzt... Unglaublich. So. Wenn ich euch da vorne einhole, dann ist es aber was los. Ja, das Doofe ist nur, ich hole euch wahrscheinlich nicht ein mit dem Mercedes hier, ne? Ach ja. Verdammte Axt.
Nee, den holen wir nicht ein. Keine Chance. Dafür Beschleunigungsrennen ist der Actros halt einfach nicht gebaut. Leider nicht. Aber jetzt, ich glaube, jetzt kriegen wir ihn, ne? Wir müssen eh geradeaus, glaube ich, weiter. Das Dumme ist nur, dieser verdammte Mini da. So, jetzt aber Schubdüse. Den Motor nur kurz gequält. Und dann an ihm vorbei hier. Ah, das ist wenigstens auch mal eine Hupe. Mit dem Iveco in der letzten Folge, da habe ich mich ja quasi geschämt, als ich gehupt habe. Da war eine Fahrradklingel eindrucksvoller als die Hupe vom Iveco. Aber hier, das ist akzeptabel. Das macht wenigstens Lärm. Das andere ging ja gar nicht. Das war mir so ein Piep, Piep. Das war ganz schlimm. Iveco-Hupe ist ganz schlimm. So, ne? 70, Achtung, gleich 50, ne? Nicht ganz so optimistisch in die Stadt reinrasen. Waren eh eine rote Ampel. Wackel, wackel, wackel. Ja, der Fahrsignot arbeitet doch hervorragend mit den, gerade mit den SCS eigenen Fahrzeugen sehr schön zusammen. Wenn man da bremst, dann wackelt die Hütte auch noch schön nach da eben so. Wupp, wupp, wupp. Das ist bei manchen Mod-LKW leider nicht ganz so schön dann mehr mit drinne, aber ne? Man kann nicht alles haben. Apropos alles haben, wir wollen jetzt erstmal gleich die Fähre haben, die uns denn schön nach Island bringen wird. Ist ja ein Industriegebiet, ne? Da kann man auch mal 60 fahren, finde ich. Muss man sich nicht so ans Tempolimit halten. Lauter Auflieger. Können wir schön einen mitnehmen, wenn wir wollen. So. Da draußen fährt schon eine Fähre. Das wird ja wohl hoffentlich nicht unsere sein, die wir verpasst haben, womöglich. Ich hoffe ja mal nicht, ne? Erst nach Island schwimmen könnte ein bisschen dauern. Wo ist hier? Da leuchtet es auf. Cargo, da wollen wir hin. Das sind wir. Caro sind wir, ne? Ja. Da wollen wir sehen. Dann wollen wir mal schauen, was uns da dann gleich erwartet drüben. Ja, schon mal ordnungsgemäß alles aus, ne? So. Wir schauen. Wo wollen wir denn hin? Das klingt so wie der Ort, wo wir hin wollen. 45 Stunden. Kann man das kontrollieren? Ja, das ist da, wo wir hin wollen. Na, dann machen wir uns mal, wie viel? 3230? Das muss ich zum Glück nicht selber bezahlen. Das muss ich zum Glück nicht selber bezahlen. Ah, diese Fährgeräusche. Ist aber auch laut, ne? So, da sehen wir es nochmal. Pro-Mod 2.0. Alter. Oh. Aua. So. Maschine an, ne? Und dann trauen wir uns mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, ne? Ist das schicki? Das ist schicki, oder? Wahnsinn. Ja, also der Mercedes ist jetzt nicht unbedingt der Wahnsinn, aber das ist doch mal, oder? Oh komm, das ist extrem schön, finde ich. Schnell ein Bild machen, bevor das Schiff aus dem Bild ist. Ja, es ist wieder soweit, ne?
Fotosafari, sage ich mal. Aber, ne. Wollen wir zusehen, dass wir loskommen hier. Upsala, upsala. Die Cherie lief hier eben an der Seite mit kurzem Röckchen rum, ne? Weiß ja nicht. Es könnte ein bisschen kalt sein. Oder sind die hier einfach nur härter? Oh, ist das schön hier. Das ist schon... Das ist schon schicki gemacht hier, ne? Das ist auch schon wieder so, wie ich mir das vorstelle. Mit dem bunten Häuserchen hier. So stelle ich mir Island und Grönland auch so vor. Ne? So mit schicken, kunterbunten Häuschen. Weil ist ja sonst eh alles weiß hier. Da brauchen wir mal ein bisschen Farbe. Da malen wir mal unsere Häuschen schick an. Das gefällt mir natürlich. Tja. Rein theoretisch müssten wir jetzt eigentlich erstmal zum Ende dieser Folge kommen, aber... Ach, ich glaube, wir machen sie ein bisschen länger, ne? Wir machen sie einfach einen Ticken länger, weil es sind auch nur noch knapp 70 Kilometer jetzt. Und, habe ich überhaupt Licht an? Ja, das täuschte. Und ich glaube, das Fahr... Ist hier Eis auf der Piste? Es sieht fast so aus, ne? Ich probiere es jetzt nicht aus, indem ich bremse. Den Gefallen tue ich euch dann doch nicht. Aber es ist auch schon sehr, sehr schickikurvig hier, ne? Ja, wie gesagt, wir machen es ein bisschen länger, diese Folge. Ich hoffe, ihr nehmt euch die Zeit dann auch dafür. Oha, der ruppelt aber auch so ein bisschen. Ich glaube, wir fahren hier aus so einer leichten Eisschicht. Meine Herren. Das ist echt ein tolles Panorama. Auch hier so mit den Seiten, mit dem Schnee so hoch. Schon nicht schlecht. Wow. Ja, hier ist glatt. Das steht fest, ja. Da zog er eben schön über die Vorderräder weg. Und so schnell waren wir jetzt gar nicht unterwegs eben. Respekt. Tja, da würde ich fast sagen, weil das hier so schön ist und mich das so begeistert, an dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an Rudi, der mir gesagt hat, mach doch mal, fahr doch mal pro Mods. Kannst du viel sehen, auch schöne Straßen auf Island und so vom Panorama. Jupp. Muss ich sagen, hast du nicht Unrecht und ich weiß, du hast auch auf andere Straßen angespielt, ne, die fahrtechnisch so toll sind wie auf der Russmap. Wir schauen mal. Wir sind ja gerade erst in der zweiten Folge hier auf der ProMods Map. Oh, mal gucken, wir finden schon noch das eine oder andere dann hier bestimmt. Dürfen wir auch nicht vergessen, Finnland gibt es ja auch noch hier zu erkunden, Estland, Lettland, oh, wie sie alle heißen, die Letten da und Latten. Mann, so eine kleine Insel, aber so viele Straßenschilder haben sie hier. Aber dafür haben sie hier wenig Autos. So, apropos Straßenschilder, ne? Ich glaube, das da nehmen wir mit. Ey, komm, die haben eh genug davon hier stehen. Da können wir eins auch mal entsorgen. Das war sowieso überflüssig. Der lungert hier mitten auf der Straße rum. So, dann fahren wir diesmal ein bisschen weiter rechts rüber, ne? Aua. Dann hat das Straßenschild vielleicht auch gleich eine Chance zu überleben. Schauen wir mal. Schön weit ausholen. Ja, guck. Das Straßenschild. Ups, hier ist glatt. Heidewitzka. Drehen die Räder durch.
Aber der Straßenschild hat überlebt. Ne? Das haben wir nicht mitgenommen. Meine Herren. So, was sagt der Tank überhaupt? Kann ich nicht sehen. Macht ist das Lenkrad davor vor der Tankanzeige? Wohl, sollte lang, die letzten 20 Kilometer. Sollte locker lang. Es scheint hier der Highway Nummer 1. Highway Nummer 1? Ne, Bundesstraße 92 auf Island. Darf man immerhin 80 Sachen fahren. Auch das überschreiten wir mal wieder, ne? Obwohl es hier glatt ist. Wow. Der schubbert hier aber ganz schön über die Vorderreifen. Vielleicht doch nicht ganz so schnell? Weiß ja nicht. Wir haben ja eigentlich nie Zeit, ne? Es muss ja immer alles ratzi-fatzi gehen. Aber die letzten 3 Kilometer wird schon nichts passieren. Wir lassen ihn jetzt einfach das Hügelchen hier runterrollen. Alles wird gut. Ne, wenn ich unten auf die Bremse steige, fupp, rein ins nächste Wohnhaus. Denkt ihr? Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Guck mal, da ist schon der Empfänger. Da ist sie. TNT, ne? Und ja. Herzlich willkommen in Ich kann doch kein Mensch aussprechen. So. Tach, wir sind da. Wo soll das Schmuckstück dann hin? Sag doch mal ein Wort. Ne, da steht ein Kollege, den fahren wir mal lieber nicht in die Karre. Ne? Der könnte sauer werden. Ja, automatisches Einparken. Komm, wir sind nicht so weit gefahren, um das hier der Automatik zu überlassen. Außerdem, ne? Wir wollen uns ja auch ein bisschen hochleveln. Nützt alles nix. Da muss man auch mal rückwärts selber einparken. Und so manches Mal klappt das ja ganz gut bei mir. Also gerade in der letzten Folge war das also brillant von mir eingeparkt. Wer die letzte Folge da nicht gesehen hat, ne, der kann das ja nochmal eben machen. Muss sagen, habe ich also 1A, ich muss mich da selber loben, eingeparkt. War auch so schwer, ne? So, aber hier irgendwie verreiße ich das anscheinend so ein bisschen. Ah, ne, wir kriegen ihn doch noch gefangen. Ja. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, mit dieser Bombensensation, dass wir auf der ProMod 2.0 schon auf Island sind. Und mit der zweiten Bombensensation, dass das Video eigentlich viel, viel, viel zu lang geworden ist. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert es, kommentiert und teilt es. Ach, macht was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.